So, hallo, wir machen weiter bei Fortnite, Folge 100. Ich wollte was bisschen Besonderes zu Folge 100 machen und bin in den Party Royale Modus rein. Da waren wir jetzt 20 Minuten drin und ich muss sagen, es war sehr lame. Deswegen, nee, da habt ihr nichts verpasst. Ihr habt nichts verpasst. Wir machen was anderes, wir machen eine Runde Gruppenkeile. So, das machen wir. Und dann, ja, haben wir mal wieder ein bisschen was anderes gemacht. Gruppenkeile ist zwar das Blöde, dass man da halt immer mit Bauen ist, aber dafür geht es mehr ums Rumschießen und Rumballern und das passt schon. So, ja, man muss theoretisch bauen können, aber naja, passt schon. So, wir könnten uns eigentlich auch mal so einen Among Us-Modus angucken. Ich habe da nur ein bisschen Bammel vor, aber eigentlich könnten wir den mal ausprobieren. Würde mich doch interessieren, wie das so hier läuft. Das wäre eigentlich auch was, oder? So einen Among Us-Modus hier mal ausprobieren? Ich denke ja. Ich denke ja. So. Ach so, wir haben jetzt erst den... ich hätte wieder warten können. Aber okay, es geht schon los. Es geht schon los. Alles gut. Ich finde es immer noch so lustig, dass das einfach alles zerbricht. Dieser ganze Stab. Das ist schon irgendwie witzig. Naja, so. Okay. Kann ich in dem Modus eigentlich auch mit den Leuten quatschen, die mir noch fehlen? Das würde mich jetzt doch sehr interessieren. Weil hier wäre ja der Joneses. Ist da der Typ, mit dem ich quatschen kann? Oder ist der in dem Modus nicht da? Das würde mich jetzt wirklich sehr interessieren. Nee, da scheint niemand da zu sein, ne? Hä? Oh, ich hab nicht aufge... Ja, gut. So viel dazu. Aber ist jetzt ja egal, weil hier drauf gehen ist ja nicht so schlimm. Ja, wir können ja schon mal ein bisschen sammeln. So. Schild kann man auch schon mal mitnehmen. So. Und eine Truhe. Oh, die würde ich doch auch ganz gerne mal mitnehmen. Das stelle ich mir hier in dem Modus auch interessant vor. Einfach alles anzünden. Einfach alles anzünden. Aber ja, stimmt, man muss hier... Ich hab das komplett vergessen. Man muss hier ja am Anfang gleich... Naja, passt schon. War blöd. Egal. Dann sammeln wir halt Dinge, solange wir die Zeit dafür haben. Vielleicht schaffen wir hier noch was reinzusammeln. Auf schnell. Ah, Granate. Ja, das brauchen wir auch nicht. Munition kann man noch mitnehmen. Gut. Da wäre noch eine Kiste. Schaffe ich die noch? Könnte knapp werden. Schade. Okay. So, jetzt landen wir in der Partyzone. Okay. Woher weiß ich jetzt wieder, wer... Ich habe das schon wieder vergessen. Na, wer geht... Oh, wait, bei mir ist eine Kiste. Wo ist denn die? Ach, die kommt erst, ne? Ja, die kommt erst, okay. Wir könnten trotzdem uns das, die Sachen da unten mal krallen. So... Oh, nice, nice, nice. Her damit. Sehr schön. Okay. Was ist das denn? Panzer. Ach so, weil wir bauen können. Ja. Wie gesagt, bauen ist jetzt nicht so mein Ziel hier. Okay.
dann gucken wir doch mal, dass wir ein bisschen in die Kämpfe reingehen. Ich glaube, die, die mit dem Pfeil drüber sind, waren meine Leute. Und die, die ohne Pfeil sind, sind, glaube ich, die Gegner. Ich glaube, so rum war es, ne? Ach, guck mal, hier ist trotzdem... Also, die Leute zum Quatschen wären da. Das ist ja interessant. Okay. Oh, die erste Schrotflinte. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob Schrotflinte hier so eine gute Idee ist. In dem ganzen Kram. Oh, lol, was ist... LOL! Die Dinger gibt's hier auch. Okay, also das ist praktisch die ganz normale Map. Und man kann hier auch alles das machen, was man in der anderen Map auch macht. Quatschen und so weiter. Das ist ja gut. Gut zu wissen, ne? Naja, du bist auf meiner Seite. Du hast einen Pfeil. Hätte ich jetzt gesagt. Du hast auch einen Pfeil. Oh Gott. Übertreib. Der hat auch einen Pfeil. Wo sind denn mal Gegner? Wo ist denn hier die Party? Es wird so wild immer. Also das ist das, was ich bei Gruppenkeile halt nicht so mag, dieses ganze Bauen, ne? Dass das nicht. Da müsste es auch einen Ohne-Bauen-Modus geben. Für Gruppenkeile auch noch einen Ohne-Bauen-Modus. Das wäre cool. Ja, aber wo sind denn jetzt die Gegner? Was ist denn hier los? Ne, hat man auch einen Pfeil drüber. Da drüben, oder was? Irgendjemand hat eine Markierung gesetzt, ich weiß nicht. Kreuz und quer irgendwas gebaut, Hauptsache steht. Hier in die Richtung scheint es zu gehen. Okay. Ich habe noch keinen einzigen Kill gemacht. Das ist doch traurig. Wir haben alle einen Pfeil drüber. Wahrscheinlich ist in einem anderen Bereich die Party. Wo? Da. Oha. Oh, Entschuldigung. Gegner? Ja. Schade. Okay, so langsam geht's ab. Ziel ist ja 100, also es dauert jetzt schon noch ein bisschen, bis das hier, ne? So. Okay, wir probieren jetzt mal. Aber wobei, ich glaube, mit dem Feuer werde ich ja auch meine Leute angreifen. Das will ich eigentlich gar nicht. Das halte ich für eine schlechte Idee. Ich bin komplett überfordert. Es geht so schnell in der Gruppenkeile. Ist einfach schon wieder zu lange her, dass ich das gespielt habe. Okay.
Bringt auch gar nichts, hier sein Schild aufzubauen, ganz ehrlich. Scheiße. Das hat nicht so gut funktioniert. Nur guck mal, wie klein die Map schon geworden ist. Okay, ich denke, ich gehe einfach rein und baller ein bisschen um mich. Allerdings glaube ich nicht. Oh mein Gott! Ja, das war's dann auch mit dem Bus. Okay. So, jetzt gehen die Zahlen auch hoch. Jetzt ist hier... Jetzt ist hier Feiern angesagt. So. Wo sind denn mal ein paar Gegner? Da oben. Oh mein Gott, ich hab den erwischt. Sick. Leider hat es mir nichts gebracht, weil er... Oh. Ach, dieses Scheißbauen. Ich hasse es. Schaut euch das mal an. Ich schieße einmal. Und... Und RCS ist einfach direkt in so einer Festung drin. Alter. Ich mag den. Der Remix ist so gut, ne? Dieser Remix ist so göttlich. Wo denn? Ach, von da drüben. Der Remix ist so gut. Ich liebe den. Absolut. Oh. Falsch, sorry. Kann ich da rausspringen? Ja. Das war's dann aber auch schon. Oh, es wird nochmal kleiner. Okay. Ah ja, super. Ich habe ganz vergessen, wie chaotisch Gruppenkeile war. Ich habe es echt vergessen. Ich meine, ich mag's. Es ist irgendwie witzig, aber es ist irgendwie auch chaotisch. Ich weiß es nicht. Ach, mit dem... Okay. Mit der Leuchtgranate kann man auch Gegner markieren. Das habe ich jetzt erst kapiert. Schade. So, ich hoffe, das bringt ein paar Leute in Bedrängnis. Ja, ich meine, immerhin brennt es da jetzt ein bisschen. Nice. Okay. Ach, scheiße. Ah, es ist verknappt. 88, 89. Oh Gott.
Das wird super knapp. Das wird super knapp. Nice. Yes! Ich wollte gerade sagen, wir haben ein bisschen Führung und den haben wir ausgebaut. Woo! Nice, nice, nice. Sehr schön. Oh, das zählt auch zu eliminiere Gegner. Ach so, also so könnte man... Das habe ich gar nicht kapiert. So könnte man das ja schneller dann hinbekommen. Das hier. Ich meine, ist jetzt nicht mehr so wichtig, aber so kriegt man das dann ja schneller hin. Okay. Aber ich würde trotzdem sagen, wir gehen noch mal in den Morgen. Ich wollte in eine Among Us Runde reingehen. Richtig. Ich wollte mir mal Among Us anschauen. Auch wenn ich da ein bisschen skeptisch bin, muss ich gestehen. Weil ich will auf jeden Fall nicht mit irgendwelchen fremden Leuten reden. So, das muss nicht sein. Aber es gibt ja... Ach so, genau. Es gibt ja auch den Sprachchat. Ich glaube, das ist mit Reden und das ist dann ohne Reden, ne? Und wir probieren es mal aus und gucken mal, was passiert. Ich habe es halt noch nie gemacht. Ich lasse jetzt auch hier alles laufen, weil vielleicht kommen noch irgendwelche Hinweise, Tipps, die man lesen sollte. Deswegen lassen wir das mal stehen. So. Schließe Aufgaben ab, wähle Hochstapler raus. Eliminiere Agenten. Okay, danke dafür. Du hast keine bevorzugte Rolle ausgewählt. Ja, hä? Was für bevorzugte Rolle? Kann ich hier wohl eine auswählen? Ich bin lieber Hochstab, ich bin lieber Agent. Ich bin lieber Agent. Die bevorzugte Rolle zu erhalten ist wahrscheinlicher, aber nicht garantiert. Okay. Ich verstehe. Aber man kann also so ein bisschen favorisieren. Warum kann man das in Dings nicht? Yo! Warum kann man das im richtigen Among Us nicht? Dass man sagen kann, hey, ich hätte gern Wahrscheinlichkeit, lieber Imposter zu sein. Wäre doch auch was. Dann kann jeder so das werden, was er möchte. Wobei, okay, dann weiß man, ja, nee. Hat sich erledigt. Weil wenn man das unter Kumpels spielt, dann weiß man natürlich eher, nee, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. So. Okay, wir sind ein Agent. Diese Aufgaben ab. Zwei Hochstapler gibt es, okay. Woher weiß ich, wo ich... Ach, guck mal, da ist eine Karte. Na, dann versuchen wir mal, Aufgaben abzuschließen. Ich hoffe, die sind so leicht wie in Among Us selbst. Hier muss ich was tun. Das war's. Okay. Schwierige Aufgabe. Da drüben ist noch eine Aufgabe. Alle sind verkleidet für 28, okay. So, aber hier ist noch eine Aufgabe. Ah, ach so, das ist... Okay, das eine ist einsammeln, das andere ist abliefern. Neue Aufgabe, Router zu... Ach so, okay, die Aufgaben kommen... Es kommen immer neue Aufgaben nach. Ah, aber es ist letztendlich immer nur E drücken. Also es ist jetzt nicht irgendwie was Spezielles, sondern es ist dann... Okay, ich verstehe. Den muss ich jetzt da oben hinbringen. Mittagessen bestellen, okay. Fragment wurde gemeldet, was? Ah, einer ist tot. Und wie besprechen wir uns jetzt? Abstimmung beginnt bald. Q-Schnellchat, was? Ich sag gar nichts, Hilfe. Jetzt wird irgendwas gevotet, oder wie?
Ich habe nichts gesehen, ich habe keine Ahnung. Okay. Also, ja, gut. Also Among Us ist halt, es funktioniert mit Sprachchat dann doch wahrscheinlich besser, aber das würde ich nicht, das mag ich mit Fremden nicht spielen. Das ist irgendwie dann weird. Das ist irgendwie dann weird, muss ich gestehen. Aber wie können wir uns denn überhaupt verteidigen? Wir können uns gar nicht verteidigen, oder? So, wenn wir Pech haben, sind wir einfach dead. Also ich will dann auf jeden Fall mal eine Runde mit Dings machen. Achso, ich muss was Bewusstes auswählen. Ich muss, okay. Burrito muss ich Queso auswählen. Okay, dann ist es doch nicht nur klicken. Ich habe nichts gesagt. Und Guavensaft. Ah, und da unten sieht man auch die Leiste von unseren... Okay, wo muss ich jetzt damit hin? Wie Mittagessen abliefern? Wohin denn? Hä? Wohin muss ich das denn liefern? Ach, hier unten. Okay, Aufgabe abgeschlossen. Neue Aufgabe, Fabrik zurücksetzen. Ah, okay, okay. Nice. Okay, also ich nehme alles zurück, es gibt schon vernünftige Aufgaben. Es gibt schon vernünftige Aufgaben. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil fortan. Okay, was... Oh ja, moin. Vier, eins, null. Okay. Ja, schade. Die zwei war... Die ist mir entgegengekommen. Die ist mir entgegengekommen. Okay. Ja, gut. Ich glaube, auch das ist halt spaßiger mit Kumpels. So. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Machen wir noch eine normale Runde. Und das sollen wir mal... Wir versuchen jetzt mal Hochstapler zu werden. Komm, wir versuchen mal Hochstapler zu werden. Ich bin mal gespannt. Also, ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich nicht 100%, dass ich es werde, aber ich kann es ja favorisieren. Ich schätze, es funktioniert halt so, wenn zwei Leute sagen, hey, ich will Hochstapler sein, kriegen die ihren Hochstaplerposten. Wenn aber alle sagen, dass sie Hochstapler sein wollen, naja, dann ist klar, ne? Dann dauert das halt. Also, dann nicht Quatsch, dann dauert das nicht, sondern dann ist halt... weißt du schon. Da wird halt ausgelost, das wollte ich sagen. Okay. Sind genug Leute da? Let's go! Oha, meine Sprünge werden immer weniger. Was ist denn da los? Okay. Na, was ist jetzt los? Sind noch nicht alle hier oder was? Sind wir noch nicht genug? Sonst warte ich und pausiere, bis es losgeht. Sind wir noch keine 10 Leute? Was ist denn hier? Ach, auch da, guck mal, die Map ist scheinbar immer die gleiche. Wahrscheinlich gibt es ja keine verschiedenen Maps. Okay, jetzt geht's los. Schade. Hat gut funktioniert.
Okay, aber mich interessiert es auch, was es hier noch so an Aufgaben gibt, natürlich. Ah, das ist wieder nur einsammeln und abgeben. Ey, hier wieder die Schalli-Party. Aber was bringt denn das eigentlich, dass alle verkleidet sind? Ich meine, ja gut, wenn man... Man weiß dann nicht, wenn man jetzt wüsste, dass wer der Imposter ist, wüsste man nicht, wer es ist. Na so, also... Und es ist wieder jeder... Na! Naruto ist tot, oh nein! Ich habe nichts gesehen, ich kann skippen. Was ist mit ihm hier? Okay. Ich bin der... LOL, anonym 262, ich bin der Hochstapler. Ja, okay. Wo ist Nummer 10? Da. Ja, dann ciao. Tschüss. Ja, moin. Ach, trollt halt nicht. So ein Quatsch. Es ist so ein... Also, Entschuldigung. Ich dachte halt, das ist jemand, der keinen Bock mehr hat und sagt so, hey... Ja, okay. Ja, sorry. Fortnite ist halt leider... Leider ein Spiel, wo doch noch zu viele mitspielen, die nicht so ernst sind bei der Sache. Naja. Ne, hier geht's nicht weiter. Jetzt haben wir den Agenten rausgevotet, so ein Müll. Yay, wir sind alle Tomaten wahrscheinlich. So, kriegen wir jetzt den Quatsch hier hin? Okay, wo muss das Teil hin? Da drüben irgendwo. Okay, ist wieder jemand tot. Ja, ne? Ich habe nichts gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ich finde auch, man sieht es viel schwieriger, wenn man das so aus der First Person... Die sagen alle 7. Alter Leute, ich habe doch keine Ahnung. So. Ich bin gespannt, wann es mich mal erwischt. Ciao. Ich hoffe, du warst ein Hochstapler, sonst haben wir ein Problem. Yes. Ich meine, ich habe nichts dazu beigetragen. Ich wusste es nicht. Ah, jetzt muss ich das wiederholen. Oh, come on. So, neuer Versuch. Nee, komme ich nicht hoch, ne? Ich komme hier... Oh, scheiße. Aufgaben offline? Jetzt muss man an jedem dieser Punkte, muss man das jetzt wieder starten, oder was? Warum machen die anderen nichts? Da drüben ist noch einer. 3 Millionen Jahre weit weg, okay. Ah, ich kenne mich doch nicht aus. Hi. Mr. Indiana Jones. So, 5 Millionenster Versuch, diesen Quatsch hier zu machen. So, so komme ich wieder in den Hauptbereich zurück, ne? Ja. Und dann da gerade runter, okay. Was ist denn mit dir los? Ach, der ist tot. Oh lol, wir sind nur noch 2.
Ja, witzig. Ja, witzig. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung. Ja, das bringt überhaupt nichts. Das bringt überhaupt nichts. Eins war am schnellsten mit Hochstab... Komm, ich wähle eins. Ist ich keine Ahnung. So. Wenn es falsch ist, sorry. Habe ich jetzt 9 gewählt? Ich wollte 1 wählen. Ach so! Oh mein Gott, wie dumm. Das ist jetzt eigentlich nicht so gut, ne? Weil wenn der jetzt killt, war's das. Ja, eben. Hä? Aber wie können wir... Oh, ja, sorry, das war blöd von mir. Ich hab... Oh. Ich meine, wir müssen jetzt einfach aufpassen, dass wir nicht zusammen... Warte, wir voten jetzt jemanden raus. Ich dachte, wir voten jemanden raus. Wir voten niemanden raus. Okay. Ich will trotzdem mal Hochstapler sein. Ich will wissen, wie das ist aus der Sicht. Ich will wissen, wie Hochstapler ist. Und wir probieren es nochmal. Aber wir sehen uns gleich wieder. Ich pausiere jetzt erstmal, weil es dauert doch eine ganze Weile, bis es losgeht. So, die Zahl zählt runter. Ich habe mich wieder als Hochstapler eingetragen, aber wenn man sich das so anschaut, haben das die meisten gemacht. Oh je. Ja, und dann wird halt einfach wieder gevotet. Also, per Zufall wahrscheinlich entschieden. Und... Mist. Okay. Aber es ist halt, also, es bringt halt nichts, wenn man nicht miteinander reden kann und nichts sieht und nichts mitbekommt und keine Ahnung, hier muss ich nicht lang. Und selbst wenn jemand sagt so, ja, der und der ist der Hochstapler, so, woher soll man denn wissen, dass die Person nicht lügt? Also, keine Ahnung. Bringt ja gar nichts. Was soll jetzt, warum, was willst du besprechen? Es ist niemand tot bisher. Aber was willst du besprechen? Zwei war es, ne? Zwei hat besprochen, angerufen. Wen wählen wir aus dem Spiel? Ja, niemanden, hä? Es ist effektiv noch nichts passiert. Nein, ich wollte nicht. Was soll der Quatsch? Nummer 10. Du musst noch. Nummer 10. Live is forever, aber voten kann sie nicht. Ja, genau. Wo kann ich das denn machen? Wo kann ich das ihr denn sagen? Fakten? Ah, ja, hier. Oh, Mann. Aber wie gesagt, auf die Art und Weise funktioniert Fortnite nicht. Among Us. Vom Konzept her interessant, wenn man miteinander sprechen kann, so, ne? Also Sprachchat-Modus gibt's ja auch, klar, aber ich will mit Fremden nicht sprechen.
Das ist das Ding. So, dann können wir jetzt ja weitermachen. Ich hoffe, mein Essensding wurde allerdings jetzt gezählt als abgeschlossen. Ansonsten bin ich mad. Nein! Es wurde genau nicht... Are you serious? Oder es ist ein neues, kann auch sein. Ach nee, ich muss ja... Stimmt, da gehört ja mehr dazu. Da gehört ja viel mehr dazu, zu der Mission. Das war ja nur der Anfang. Ja, jetzt haben wir abgeschlossen. Farbe vom Bus entfernen. Ja, wie? Ach so, hier. Oh lol, okay, das ist auch mal witzig. Aufgabe abgeschlossen. Okay, nice. Ich dachte schon, ich muss da viel mehr machen. Wie muss ich denn laufen hier lang? Aber ich wüsste halt gerne mal... Also 8 hätte jetzt die Gelegenheit gehabt, mich zu killen. Hat es bisher nicht getan. Aber es heißt halt... Nee, ich kann hier nicht wie ein Among Us argumentieren. So, das ist... Gott. Sehr schön. Ah. 0, 2, 5, 6, 4. Oh, da ist noch was. Sehr praktisch, gleich an der gleichen Ecke. Was muss ich hier tun? Muss ich einfach irgendwas nehmen? Beute ist festgelegt. Okay. Ja, keine Ahnung, ne? Fragment wurde gemeldet. 3 ist tot, okay. 5 hat gefunden. Oh, moin. Da sind noch mehr tot. 6 ist auch tot. Ich habe nichts gesehen. Kann ich sagen, ich habe nichts gesehen? Nee. Soll ich sagen, 8 ist unschuldig? Ich weiß nicht. Nee, lieber nicht. Ich habe doch keine Ahnung. 5 hat sich selbst gemeldet. What? Das bringt so nichts. Stimmen wir jetzt für 5, ja? Ich meine, dann geht's voran, aber weiß nicht. Warum votet 5 sich selbst? Ist das wieder so ein Trollkram? Ich habe keine Ahnung. Ja, komm, scheiß drauf. Ich habe keine Ahnung. Es ist wieder 10, die nicht abstimmt, übrigens. Es ist wieder 10, die nicht abstimmt. Ah, jetzt ist eh die Runde durch. Haben wir jetzt 5 rausgevotet? Nein, ich glaube mehr... Nee, ja doch. Ja. Weniger... Ja. Oh, wenn du kein Imposter warst, tut's mir leid. Aber ich hab doch keine Esse. Okay, nice.
Glück gehabt. So. Was muss ich hier tun? Das kenne ich noch nicht. Ach, Beutebericht erstellen. Hallo, ja, wie denn? Ah, jetzt. Der muss jetzt da runter, oder was? Okay. Zwei steht einfach nur rum. Worauf wartet zwei? Eins macht eine Besprechung. Okay, was? Ah. Vier ist der Hochstapler. Neun ist der Hoch... Also neun sagt auch, vier ist der Hoch... Okay. Warum sollten zwei es sagen? Es ist nur noch ein Imposter da. Warum sollten zwei lügen? Okay, nee. Aus. Ich mach's jetzt... Soll... Nee. Oh, 10 votet wieder nicht. Ich krieg hier zu viel. Mach doch irgendwas. Ah, man kann hier, okay. Ich verstehe. Kann man noch mehr machen? Ah ja, ja, die üblichen Geschichten. Nice. Mann, 10! Du hältst das ganze Let's Play auf. Kann ich das öfter sagen? Alter, nie wieder mit 10 spielen. Danke für den Ball. So. Okay, 4 fliegt in jedem Fall raus. Ich hoffe jetzt mal, dass 1 das gut gemacht hat. Ich hoffe jetzt mal, dass 1 das gut gemacht hat. Schade. Das spricht jetzt gegen 1. Das spricht jetzt gegen 1, weil 1 hat als erstes falsch beschuldigt. 1 hat als erstes falsch beschuldigt. Das spricht massiv gegen 1. So, darf ich jetzt bitte das Ding hier abgeben? Danke. Aber die Map ist cool, muss man sagen. Okay. Cool. Boxtraining. Ja, so auch geht's nicht. Okay, 9 ruft ein. Ich würde jetzt 1 voten tatsächlich, weil 1 hat ja als erstes falsch beschuldigt. Was hat 9 zu berichten? Ja, bin ich auch der Meinung. Bin ich auch der Meinung. Bin ich auch der Meinung. Und wer votet wieder nicht?
Du hast vor kurzem meine Nachricht. Ah ja, es gibt einen Cooldown, ist in Ordnung. Kann ich jetzt wieder? Boah, vote doch! Alter, die ist... Ah. Come on! Ist das albern. Das nächste Mal würde ich Pause machen, wenn es nochmal vorkommen sollte. Das nächste Mal mache ich Pause, wenn es nochmal vorkommt. Ah, okay. So. Eins ist raus. Ja. Die hat er auch als erstes falsch gewotet. Vorhin. Okay. Ich wäre gerne mal Hochstapler, aber das wird wohl nichts. Na gut. Okay, belassen wir es dabei. Dann würde ich sagen, wir machen noch eine normale Runde. So, ne? Einfach für den Dings. Halt, stopp, ich kann das doch von hier aus machen, ne? Nee, kann ich nicht. Ah, nee, kann ich nicht. So muss ich rein. Jetzt passt die Geschichte, genau. Okay, und dann, gibt's eigentlich Nullbauen-Gruppenkeile? Nee, da gibt's nicht. Schade. Das wäre cool. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, es geht schon weiter. Ich habe gerade ein bisschen verpeilt, die Dings wieder zu starten. Und ich habe ein bisschen verpeilt, aus dem Zug rechtzeitig auszusteigen. Aus dem Bus, wollte ich sagen. Das ist jetzt nicht so gut. Ich wollte darüber. Wir brauchen noch den schwarzen Bär. Der wäre ganz gut. Ja, mal gucken. Mal gucken, was wir so finden werden. So. Okay, es ist jemand da. Ah, die Ente. Die ist immer drin. Es ist immer die Ente, die drin ist, ne? Das ist echt ärgerlich. Das ist echt, echt ärgerlich. Na gut, dann sind wir hier schon mal nicht weiter am... ja, am Dingsen. Okay, dann lass mich mal kurz gucken, ob wir tägliche Aufgaben haben, die wir, die wir machen könnten. Dass wir noch irgendwas Sinnvolles hier tun. Eismaschinen durchsuchen. Pistole, seltene Truhe. Okay. Also die eine Truhe ist ja hier oben. Aber die ist halt nicht selten. Halt eine normale Truhe. Und hier ist wieder der leere. Die sind immer leer, die Dinger. Ich verstehe nicht, wo es die Zangen hinhaut, die da drin sind. Also irgendwas funktioniert da nicht. Aber ist egal. So. Okay. Waffentechnisch jetzt auch noch nicht so geil. Auch vor allem die aufladbare Maschinenpistole ist also überhaupt nicht mein Fall, ne? Also wirklich überhaupt nicht. Wo müssen wir eigentlich hin? Okay, mit ein bisschen Glück kriegen wir bei Joneses die andere Figur. Oh, mal gucken. Ich bin noch nicht sehr überzeugt hier von dem ganzen Kram. Okay, besser. Aufladbare Maschinenpistole kann weg. Brauchen wir echt nicht. Ich will mal was probieren. Wie lange dauert es, diese Insel zu umfahren? Aber
aber erstmal ein bisschen Waffen noch sammeln hier. Bisschen sinnvollere Waffen vor allem. Sehr schön. Und wir werden auch gleich mal kurz gucken, was das Angelding für uns bereithält. Sollte da jetzt eine gute Angel dabei sein, würde ich erstmal angeln. Aber wenn es nur eine normale Angel ist, dann glaube ich, lassen wir es. Moment, okay, ich will mal was ausprobieren. Kann ich mit dem Harpunier auch angeln? Like. Oh, lol! Also wenn man so ein Loch reinschießt, dann ja. Dann scheint es zu gehen. Interessant. Okay. Halt, jetzt habe ich aber dafür irgendwas liegen lassen, ne? Ja, die Feuerpistole, die kann ich wieder... Wobei, nee, jetzt nehme ich mir natürlich die Waffe hier mit. Sehr schön. Vogel! Und zwar guter Vogel. Wie komme ich denn an den ran? Oh, er kommt zu mir. Finde ich gut. Yo! Nehmen wir. Sehr schön. Schöne Waffe. Okay, dann fahren wir jetzt von hier aus mal. So gut es geht. So gut es geht und so schnell es geht. Einmal rum. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Oder gibt es einen schnelleren... Gibt es da einen Weg zwischen rein? Irgendwie so... Den da könnte ich nehmen. Den Weg hier könnte ich nehmen. So zwischendurch. Aber weiß ich nicht. Schau dich mal. Nee, weiß ich nicht, ob das so... so sinnvoll ist. Kann ich überhaupt raus? Oder ist das... Das sieht wie eine Wand aus. Oh. Das ist diese Wand. Huch. Oh, die Zone ist schon unterwegs. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist jetzt ganz schlecht. Das ist jetzt ganz schlecht hier. Das ist jetzt richtig schlecht. Oh, oh. Oh, oh. Okay, mit dem Geysir hier könnte ich Glück haben. Und ein bisschen gleiten. Der muss allerdings jetzt, genau jetzt rausschießen. Nicht, dass die 3 Jahren. Schwierig. Yes. Das meinte ich. Und jetzt können wir hier nämlich an ein Auto rankommen. Oh Gott, wir haben Glück. Wir haben Glück. Und entkommen tatsächlich nochmal. Da war eine legendäre Waffe gelegen, aber leider. Ja, komm, ist in Ordnung. Wer wollt's denn da wissen eigentlich? Oha. Sehr schön. Gut, nichts, aber waffentechnisch nichts, was wir hier brauchen könnten. So, wo geht die Zone hin weiter? Okay, darüber. Das wird nichts mit Joneses. Oh, lol. Soll ich es riskieren? Checkt die mich nicht? Ah, scheiße.
Aber doch jetzt. Nice. Hier, das können wir ersetzen. Das können wir auch ersetzen. Nein, ich wollte nicht schießen. Das wollte ich haben. Ja, sonst war hier nichts Spannendes dabei. Entschuldigung. Nichts Spannendes dabei. Ja, gut, ne? Ah, ich verstehe. Ist immer wieder ein Fehler, sich bemerkbar zu machen. Ich kann es nur wiederholen. Gut. Machen wir mal so. So, in 10 Sekunden wird das Ding wieder kleiner. Ich muss mich ein bisschen sputen. Oh, hoppala, Entschuldigung. Aber ich habe halt nichts, womit ich jetzt hier großartig mich fortbewegen könnte. Noch ein bisschen Schild aufladen, auf schnell. Epische, legendäre Frucht sogar. Was haben wir denn hier? Oh, nice. Die kommt zu mir. Okay. Dann machen wir das so. Ja, aber jetzt ist... Auto. Oh, ich hoffe, der fährt noch. Er muss nicht weit fahren. Er muss nur ein bisschen fahren. Ja, Treibstoff ist super. Fahrzeug selbst ist halt nicht mehr ganz so super. Oh, weil der... Ja. Schwierig. Komm her. Let's go. Da ist jemand. Erwischt. So, lass mich mal kurz da hoch, Kollege. Zu gucken, was der alles Hübsches hat liegen lassen. Scheiße. Ich muss halt nah ran für meine Schrotflinten. Schade. Ja, ich bin in... Ja. Okay. Gut. Aber noch eine normale Runde gemacht. Ist in Ordnung. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war Folge 100 mit Among Us. Ja. Wie gesagt. Wenn man miteinander sprechen kann, sicherlich cool, aber so nicht ganz so sinnvoll. Aber es ist, ergibt auch Sinn, weil auch das normale Among Us ergibt nicht so viel Sinn, wenn man nicht miteinander sprechen kann. Ne? So, das ist einfach der Punkt. Gut. Tschüss.